Ein Sexualstraftäter hat sich eine 13-Jährige geschnappt in Berlin. Die Kanzlei Trovato mit ihren Privatdetektiven hat das Mädchen gefunden, ist aus den Fängen des Sexualstraftäters befreit. Die Polizei setzt ihn wieder auf freien Fuß. 2 Tage später attackiert er dieselbe 13-Jährige in Berlin. Er wurde von der Polizei mitgenommen. Nach Erstellung der Anzeige ist er wieder auf freiem Fuß, obwohl es mehrere Strafanzeigen wegen Sexualdelikten gegen Minderjährige gibt. Das ist Deutschland 2024 und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin richtig geladen heute. Ich könnte hier jemanden unangespitzt durch die Fensterscheibe jagen. In Berlin gab es hier einen Vorfall. Letzte Woche Donnerstag hat der Ex-Boxweltmeister Stefan Lutter die 13-Jährige, Sie nennen sie hier Celine, aus den Händen eines Sexualstraftäters befreit. Der Mann wurde nur kurzzeitig festgehalten, wie das so üblich ist in Berlin und in Deutschland. Sie sind Wahnsinnige, denn sie lassen gefährliche Menschen wieder raus auf die Gesellschaft los, ja? Ich sage es schon immer, wir müssen ganz, ganz dringend unsere Gesetze ändern, unsere Haftbedingungen ändern, unsere Mindeststrafen ändern, damit die ganzen Richter und Staatsanwälte da draußen gar nicht anders da können, als sich an diesen hohen Mindeststrafen zu orientieren. Sexualstraftaten gegen Kinder hätten bei mir immer und automatisch und zwangsläufig Untersuchungshaft zur Folge. Nichts mit auf freien Fuß setzen. Und wenn ihr keine Gefängniszellen habt, dann kauft euch ein paar Container von irgendeinem Flüchtlingsdorf und zieht Stacheldraht außenrum. Leute, ihr verarscht die ganze Welt. Nur die Deutschen, die meisten, glauben euch noch, die anderen haben es schon lange kapiert. Ich habe darauf keine Lust. Und glaubt mir, wenn so ein Sexualstraftäter, der wieder frei ist, einem meiner Kinder was antun würde, hätte das Konsequenzen für viele, viele Personen. Ganz einfach. Ihr müsst alle euren Job machen. Und es gibt Leute, die haben nur einen einzigen Job in diesem Land. Und der heißt, die innere Sicherheit bewahren oder wiederherstellen. Und wenn sie das nicht können, dann sind sie sowas von fehl am Platz, dass ich mich dann auch nicht mehr zurückhalten kann. Dieser 44-jährige Boxweltmeister hatte mit der Detektei Trovato in Berlin Kontakt aufgenommen zu einem 40-Jährigen, er heißt hier Dennis K. Die Eltern der vermissten 13-Jährigen, die hatten in ihrem Handy wohl herausgefunden, dass sie mit diesem 40-Jährigen in Kontakt steht. Gegen diesen Dennis K., der wohl mit echtem Namen hier bekannt war, war schon zum Zeitpunkt der Ermittlungen dieser Privatdetektei bekannt, dass es eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gibt. Daraufhin haben sie alles in Bewegung gesetzt, was sie irgendwie in Bewegung setzen konnten. Ihr kennt das Ermittlerteam Trovato vielleicht aus dem Fernsehen. Sie haben zahlreiche Hinweise über Social Media erhalten und sind am Ende am gleichen Tag zu der Handynummer von Dennis K. gekommen. Sie haben dann ein Treffen verabredet unter einem Vorwand und haben sie dann auf die Straße gelockt. Sie haben es geschafft, den Sexualstraftäter mit der 13-Jährigen zu einem Treffen unter falschem Vorwand zu locken und haben sich auf einem Supermarktparkplatz getroffen. Daraufhin hat der Boxweltmeister, der ehemalige Luther, diesen Dennis K. in ein Gespräch verwickelt und das Mädchen wurde währenddessen in Sicherheit gebracht. Die Polizisten haben nur die Personalien aufgenommen von diesem Kindesentführer, muss man ja sagen, und übergaben ihn einem Arzt, weil er Suizidabsichten geäußert hat. Ja, genau. Suizidabsichten geäußert hat. Das Mädchen hat ausgesagt, dass es zum Sexualverkehr gekommen ist und zwar unfreiwillig. Und das, obwohl jetzt schon ein Verfahren gegen ihn vorlag und sie jetzt quasi ein zweites eingeleitet haben, hat die Polizei nicht interessiert. 2 Tage, keine 48 Stunden später, konnte Dennis K. dem armen 13-jährigen Mädchen in einem Park erneut auflauern. Sie wurde geschlagen, geschubst, getreten und hat Hämatome erlitten. Die Polizei kam, wollte jedoch den Mann nicht festnehmen und auch keine Anzeige schreiben. Sie begründeten das damit, dass das Mädchen ja nicht offensichtlich verletzt sei. Der Boxweltmeister Luther, der sie schon 2 Tage vorher aus den Fängen dieses Straftäters befreit hat, ist zu dem Ort des Geschehens geeilt und hat die Polizisten eingenordet und hat ihnen gesagt, es gibt eine einstweilige Verfügung, dass sich der Mann der Frau gar nicht, also dem Mädchen gar nicht nähern darf. Das ist schon Anzeigegrund 1. Anzeigegrund 2 ist die Körperverletzung. Ganz einfach. Sie haben ihn dann selbstverständlich auf freiem Fuß gelassen und einfach eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben. Das ist es, wie in diesem Land Opfer geschützt werden. Die Bundesregierung hat auf eine schriftliche Frage eines Abgeordneten tatsächlich geantwortet. Die Bundesregierung plant im Bereich des Phänomens Gewalt gegen Frauen keinerlei Handlungen, keinerlei Tätigkeiten. Der Status quo, er ist wie, also er bleibt wie er ist
und wir alle sollen zusehen, wo wir bleiben. Drei unbekannte Männer auf und haben Dennis K. so schwer zugerichtet. Leute, ich kann da nur lachen, weil ich sage, sie haben ihn schwer zugerichtet, sie haben ihn gar nicht erledigt. Sie haben ihn nicht erledigt. Hätten sie ja tun können an der Stelle, wäre jetzt nichts Ungewöhnliches bei unserer Straftatenstatistik, also bei der Kriminalitätsstatistik, dass hier Leute einfach mal totgeschlagen werden. Bad Oeynhausen, Magdeburg, Täter waren 14, 14 und 16 Jahre alt, haben einen Spaziergänger mit dem Hund totgetreten, sind auch auf freiem Fuß. In diesem Land kannst du dir alles erlauben, wenn du kein Deutscher bist. Hier ist Dennis K. vielleicht sogar Deutscher, ich weiß es gar nicht. Allerdings, hier oben, Leute, hier oben. Was muss man denn machen in diesem Land, damit man ernsthaft eingebuchtet wird? Ich weiß es! Ich darf meine GEZ nicht mehr bezahlen. Ha! Wenn ich meine GEZ nicht bezahle, dann nehmt ihr mich in Erzwingungshaft. Wenn ich aber andere... Es ist so widerlich, Leute. Es ist so widerlich. Da werden andere Kinder da draußen angefasst und missbraucht. Und was macht ihr? Ihr nehmt sie noch nicht mal mit. Ihr sagt einfach, ist okay, ja? Wie sollen die Leute hier wieder Vertrauen in die Justiz bekommen und davon überzeugt sein, dass Selbstjustiz das falsche Mittel der Wahl ist? Von was soll das kommen? Und Vertrauen, was verloren ist, ist lange verloren. Es bedarf viel Arbeit, das wieder aufzubauen, dieses Vertrauen. Und wie soll das Ganze vonstatten gehen? Es sind Wahnsinnige und es sind Wahnsinnige in Amt und Würde. Ich könnte da wirklich, Leute, ich habe zwar gerade was gegessen, aber das muss drin bleiben. Das könnt ihr doch nicht machen. Also jetzt mal ernsthaft, jetzt auch mal, also. Wie siehst du das? Hättest du auch diesen Dennis K. schon in Stücke zerrissen, dass es gar nicht so weit gekommen wäre? Ich bedauere es immer nur, dass die falschen Leute vor die S-Bahn fallen in Berlin. Die fallen ja teilweise wirklich von alleine vor die S-Bahn. Manchmal könnte man den Richtigen davor fallen lassen, um das mal neutral auszudrücken. Leute, wer Kinder anfasst, ist ein widerliches Schwein. Absolut. Und er hat auch keine Existenzberechtigung mehr. Siehst du das genauso oder siehst du das anders? Wenn du das anders siehst, dann trau dich und schreib das unter mein Video. Ich will solche Leute kennenlernen, die das für normal befinden, für gut befinden oder es sagen, es sei nicht so schlimm. Diese Leute möchte ich kennenlernen, diesen möchte ich in die Augen schauen, um ihnen zu sagen, für wie viel Abschaum ich sie halte. Damit sage ich ciao, bis bald.